Kleiner Joan, mach mal weit den Mund auf. Und jetzt sag, ich liebe Snily. Ich liebe Snily. Sehr gut. Du hast den Test bestanden. Heute werden wir Aliens erforschen, denn ich bin dahinter gekommen, dass Greis Industries gar nicht von der Erde kommt und dass Bigfoot auch ein Alien ist, ja? Also das ergibt ja auch irgendwie alles Sinn. Ach, jetzt auch mit Ja? dem Wo Void und verschwindet? so, ne? Ja, wo verschwindet Bigfoot immer wieder hin? Das ist die große Frage. Und jetzt ergibt es auch irgendwie alles Sinn. Bigfoot ist nämlich ein Alien. Und wir werden heute Aliens beschwören und dann werden wir Kreis verjagen. Wir sagen, geh zurück, wo du hergekommen bist. Geh auf deinen stinkenden Planeten. Wir wollen dich hier nicht haben. Denn intergalaktischer Rassismus ist immer noch cool. Ist immer Weil noch davon gibt es nicht wirklich real. viel. Aber wer kriegt dann die ganzen Space, das ganze Space Cash? Space-Rassismus ist immer noch okay. Mein Name ist Babyfuck mit Giesek. Haben wir hier eine Drohnenbatterie? Also ich habe die Drohne mal eingesammelt. Ja, Müssen auf jeden Fall, einmal wir hat's ja eine müssen, Ladung, oder nicht? müssen die Antenne mit Elektro-Schlubbel unterstützen. Ja, Oh müssen da nein, schön reinsaften. mein Straßenschild ist leider draufgegangen. Und wir werden natürlich noch vom Greis bedrängt, der ja in der letzten Folge amtlich verloren hat, sagen auch die Leute. Der Und zwar kein amtlich Unentschieden, er ist easy geflohen unentschieden und gemacht hat es dann hat. abgebrochen. Also sagen auch alle Leute, dass du. Was? Ja. Unentschieden? Nein, Eiskaltes ich habe Unentschieden. gar keine Waffe. Hast du eine Waffe? Ja, du hast die irgendwie nicht mitgenommen. Hä? Ich habe die Warte, hier, eingesammelt bei ich mir. hab sie gegeben. Komisch. Bei mir habe ich die Hast Waffe du. eingesammelt. Ist du ein kleiner Muni für mich? Guck mal, er ist schon wütend. Naja. Der wird uns jetzt gleich irgendwie anbimsen Ich wollen. kann euch riechen. Hier ist eine Batterie. Ich rieche Oh. Ah. ich rieche eine jogginggebrauchte Unterhose eines kleinen Jungen. Oh, komm doch her. Hä? Ich habe auch die ganzen Fallen da drüben. Na komm doch her, wir warten hier auf dich, Kreis. Traust dich doch eh nicht. Wir haben es doch gesehen in der letzten Folge, dass du sehr feige bist. Die in der letzten Folge, das Einzige, was gesehen wurde, war, dass der Skill extrem massiv ist. Warte mal, wenn ich hier ein Radio anmache, hörst du das? Ist in der Ferne irgendwie. Nee, jetzt im Moment nicht. Die Radiowellen, kannst du die wahrnehmen durch dein Fell? Die Vibration. Hast du auch schon hier so Fackeln, Joan? Nope. Musst du da mitnehmen, damit kannst du nämlich verschrecken. Mag er nämlich nicht. Ich laufe nachts durch den Wald und ich bin stark behaart und super stark. Komm doch mal her, denn wir haben keine Angst. Wir Bisschen wissen, schon. dass du eine dumme Sau bist. Hier liegen Snacks, aber die will ich jetzt noch nicht. Wie hebt er sich auf? Musli. Na komm, trau dich doch. Ihr müsst Ich hier. habe einen echten 12-Jährigen an meiner Seite. Irgendwo Wir hier sind müsst ihr breit und sein. billig. Ja, breit und. Er hat die Messdienerschule bestanden. Oh! Ja. Und er hat in seiner Klasse die meisten Obladen auf einmal in den Mund bekommen. Oh! Hat er den Herrn als seinen Erlöser anerkannt? Er ist auf die Knie gegangen und hat ihn Oh! gelobpreist. Kennt ihr das, wenn die so am Gaumen kleben? Ja. Habe ich mal gehört zumindest. Aus Geschichten kenne ich das. Ich Komm fand schon, die eigentlich Greis, wo immer ganz bist du? Guck lecker. mal, wie er sich wieder versteckt. Ich mochte die immer, besonders wenn sie schon salzig waren, mit dieser komischen Creme drauf. Priestercreme. Priestercreme. Ne, die verkauft sich aber nicht so gut. Die haben wir schon im Sortiment seit vielen Monaten. Er kommt nicht. Er traut sich nicht her, ne? Nee. Man hört den hinten fluchen, weil er auf Lego getreten ist, aber er traut sich nicht her. Angeblich seid ihr hier irgendwo. Dann gehe ich mal. Ihr müsst ja eigentlich direkt hier neben mir sein, laut diesem Ja, Kreis, bist du auch überhaupt Schreiding. im richtigen Wald? Keine Ahnung, ich bin vielleicht im Schlumpfdorf oder so. Machst du denn immer wieder hoch? Du musst aus den Fenstern schießen, wenn er kommt. Eine Frischluft nicht gewöhnt. Ich riech was. Und? Mmh. Na, komm doch her. Und da ist er. Boah, da ist er. Boah, das bin ich Oh, durchgeschlagen. Was? rein hier, guck mal mit dem Guck dir Schild den alten ins Cheatfoot Gesicht. an. Puff. Cheatfoot, ey. Alter, wie er hackt. Cheatfoot. Ja, Wie er kriegst du noch? hackt. Guck dir das an. Jetzt komme ich euch da rein. Jetzt eure Tür auf. Raus. Oh, was ist hier los? Au, ich bin in irgendwas Hol ne Fackel. reingetreten. Hol ne Fackel raus. Ei, ei, ei. Er Rein kommt da. nicht rein. Oh nein. Oh, ich kann. Ich, oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ja, jag ihn ins Er ist im Zelt, ins Zelt. Zelt, er ist im Zelt. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ah, Er ist ich verwirrt. kann immer noch nichts sehen. Ein verwirrter alter Mann. Schnell zurück in den Wald. Wenn da kommt, noch eine Fackel auf ihn drauf.
Guck dir den 12-Jährigen an, der kennt sich aus mit Schusswaffen. Ganz normales Schulwissen. Boah, haben wir den verjagt, ne? Er hat richtig Schiss. Haben wir den verjagt, ey! Was hat er denn jetzt gemacht? Schläger der macht so einen Blütengriff. Hol eine Fackel raus und mach ihn blind. Aua! Geht weg, lasst mich! Ich werde oben in euer Feuerwehrhaus. Ich werde ein Ei in euer Feuerwehrhaus legen. Wir wollen dich hier nicht. Du bist hier nicht erwünscht. Typen wie dich können wir nicht besonders gut leiden. Space Rassismus. Space Race. Geh doch zurück auf deinen eigenen Planeten. Du District Niner. Hey, vielleicht können wir uns da oben noch ein bisschen stärken, dann gehen wir zur Antenne hin. Wir müssen die Antenne hochfahren. Und nein, ich meine nicht das, Joan, ja? Beruhig dich. Hat er schon direkt die Lippen angefeuchtet, ne? Guck mal, da oben ist er! Guck mal, die Sau an! Er hat uns auf den Teppich geschissen! Oh oh, oh oh. Ja, aber die 12-jährigen Skills. Hol eine Fackel raus! Schnell! Was ist das hier eigentlich? Ja, mach ihn blind! Aua, aua, aua! Ey, ich kann nicht. Wo ist er hin? Ich seh. Sau mal blind machen! Hör auf! Einen hab ich erwischt! Immer auf die 12-jährigen hier. Guck mal, er hat ein Vogelhaus, Vorsicht! Legen Sie das Vogelhaus auf den Boden, beruhigen Sie sich! Bam! Alter! Du kranker Freak! Vogelhaus geworfen! Direkt ins Gesicht! Du kranker Freak! Wie komme ich jetzt hier weg? Ich muss hier weg! Ich verschwinde hier! Hier ist doch Muni. Alter, was für ein Psychopath! Du meinst einfach so ein Vogelhaus! Voll das Vogelhaus ins Gesicht geworfen! Dem Opa! Der Opa und sein Enkel rennen hier durch den Wald und jagen Riesenaffen. Ich hoffe, das ist sein Enkel. Nee, ihr habt ihn noch nie gesehen. Kann ich die Schilder hier auch nehmen? Oh ja, die er kleinen. Riecht nicht wie einer von mir. Ich gehöre zu dir. Ein Jagenverbot. So, wir müssen jetzt schnell hier entlang und zur Antenne. Das geht nur tagsüber. Dann müssen wir uns nachts am Bahuki-Berg treffen. Weißt du, wo du hast jetzt eine Karte, ne? Senior Kreis. Ich weiß. Du hast doch irgendwas hier da zusammengecheatet, ne? Das ist so Update. Mhm, Update, ja. Die gucken hier unsere Videos und haben gesehen, oh. Ja, klar. Ja, wirklich. Wie unfair ist das denn? Ich meine, du hast diesen Riechsensor und alles. Reicht darum, dich zu orientieren. Aber nein, Kreis braucht natürlich eine Sonderbehandlung. Nö, ich will eine Karte haben. Hat er direkt den Entwickler angeschrieben. Ey, Knecht 1, Knecht 2. Ja gut, weißt du, wenn man da so viel Geld reinsteckt, dann will man auch ein bisschen... Ja. Halt so ein klassischer Kreis-Move. Hui! Boah, Alter! Hat er dir gerade mit Code geschmissen? Naja, mit dem Schild, aber kann sein, dass es ein bisschen AA dran war. Danke, Typ. Ich brauche mehr von diesen Schildern, das macht richtig Spaß. Oh, hier ist ein Totem. Kann ich auch Totem werfen? Hier sind Knochen dran und fliegen. Boah, ich habe hier Feuerwerk. Und Muni. Bigfoot war mal Speerwerfer, so wie es aussieht. Ja, eben. Alien-Speerwerfer. Intergalaktischer Predator. Die werfen doch auch Speere. Kriegslanze. Ah, guck mal hier. Noch mitnehmen. Ich glaube, hier den mal wieder Stamm hat irgendwie... er doch auch geworfen. Ja, natürlich. Siehst du, dass da Haare dran sind? Da hat er sich erst den Arsch abgeschubbert. Hat das Ding rumgeschleudert. Warte, ich probier mal. Ja, Bigfoot. Immer schön dran riechen und lecken. Muss aber, der Blaubeeranteil muss hoch sein. Hast du gerade gegen. Nee. Naja, okay, Bigfoot. Der. Legt seinen Lümmel. Kann ich nicht irgendwie. Ich meine, guck mal, wenn du so Singleplayer spielst, die Bäume, ne, die fallen ja irgendwie immer um. Wenn du so vorbeigehst manchmal. Ja. Hier konnte ich gerade irgendwas machen. Boah, es wird schon dunkel, oder? Ist so Licht aus. Du musst beeilen, wir müssen da hoch. Wir müssen irgendwie da hochkommen.
Also wir haben irgendwas getreten. Nee, ich habe einfach nur geschrien. Damit ich euren Geruch besser wahrnehmen kann. Bist du wie so eine Katze, die durch den Mund riechen kann? Ich riech durch Mund und Ohren. Sogenannter... So, das Ding müssen wir aktivieren. Urologe. Little Joan. Guck mal, hier ist sogar so ein Alien-Symbol, siehst du? Ui. So, was? Alien-Symbole? Was machen sie jetzt für illegale Sachen? Ich, der Drön. Oh, hier ist ein Hotdog und eine Cola. Hm. Ja, warum kann ich die Kontrolle... Hä? Aufladen, ah. Ein so. Hotdog. Oh! Alter, was ist hier los? Fallen einfach die Bäume um. Wie kann ich denn auf die Drohne wechseln? Kamera 7 ist es, glaube ich, oder so. Okay. Ah, jetzt. So, und jetzt, oh, wie die aber auch direkt abhebt, ne? Wie geht die runter? Wie kriege ich die runter? C, SDRG? Irgendwie sowas. Alter, der macht so einen Predator-Gigan. Ja, ich kann die nicht mehr runter. Hä? Kann ich mit der Drohne wieder runter? Oh, ich kann Müll essen! Oh, jetzt hängt die da oben. Ich... Keine Ahnung, wie ich die Drohne runterhole. Scheit. Ich habe irgendeinen Geruch gehabt. Steuerung oder so, oder? C, V, B... Da wo ducken ist. Nein, wahrscheinlich. Steuerung ist es auch nicht. Wo gehe ich nur raus? Shift, links Shift. Ah, sehr gut. So, warte, wie... Ich will nur so ein ganz kleines bisschen hoch. Ja, so, und jetzt... Boah! Alter! Hörst du das? Oh, what krass! Was ist passiert? Was macht ihr da oben? Uff! Wie krass ist das denn? Hörst du das, Kreis? Nee, ich höre gar nichts. Hörst du es, Joan? Ja. Okay, komm mit. Wir treffen uns unten am Backenhügel. Das ist dieser... in der Sauna bei mir auch immer an. Dieser brummende Alter, Generator, oder was? Gestöhne. Müssen wir nur gucken, wie wir hier runterkommen, ohne zu sterben. Dann können wir Bigfoot abholen lassen. Sein Volk kommt und nimmt den wieder mit. Abschied nennt man das auch. Wow. Wir schieben Bigfoot ab. Big Oof. Big Oof. So, mir nach, kleiner Bückling. Wo seid ihr denn lang runter jetzt? Du weißt doch, wo wir hin müssen. Ich hab dir doch die Karte gegeben. Wo seid ihr denn lang? Wir treffen uns am Abholpunkt. Ich war hier oben und ihr habt Bananen liegen lassen. Am Radio Tower. Boah, die Vögel. Was ist das denn hier? Zerstöre das den Radio. Das war richtig krass mit dem Radio Tower. Wir haben sie angefunkt, deinesgleichen. Typen wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Ey, welchen Geheimgang seid ihr denn gelaufen? Komm, hier ist noch so eine kleine Hütte, lass sie schnell noch abluten. Die Wukasashi Lodge. Oh, Wukasashi. Hier ist noch Feuerwerk, nimm das. Ich Shotgun, noch eine Kleine. Shotgun. Ist noch Muni. Jetzt habe ich hier ein bisschen Shotgun mit Munition. Aber wir müssen zu den Aliens. Wir haben nicht viel Zeit. Kleines Zeitfenster. Da schnell gehen. Nach 2. Jetzt kommen sie. Irgendwo hier sein, bei so einem komischen, geflitschten Berg. Da können wir die Aliens treffen. Die geben uns dann die Technologie, die wir brauchen, um Bigfoot für immer zu vertreiben. Hä, wo seid ihr hin? Ich habe euch gerade noch gesehen. Habt ihr gar nicht das Straßenschild gesehen, was an euch vorbeigeflogen ist? War ziemlich schwach geworfen. Muss doch irgendwo hier sein jetzt. Das gibt's doch nicht. Dunkel, ne? Im Dunkel. Aber im Dunkeln habe ich keine Angst mehr. Boah, hier müssen wir irgendwo das UFO finden. Oh, Alter, wo? Er trifft mich einfach mit dem Schild. Sniper! Der Sniper! Oh, hier liegt Schinken! Sind wir überhaupt richtig hier, was UFO angeht? Ich glaube, ein bisschen weiter nach links.
Also von uns aus gesehen rechts. Warst du da hoch so ein bisschen? Jo. Hast du die Stelle gemerkt? Ja. Hier so. Das waren so zu komische Zwillingsfelsen, ne? Boah! Alter! Aus Busch. Weißt du, wir machen hier wichtige Easter Egg-Missionen und er muss natürlich. So kennt man ihn halt. Er spielt natürlich auf Schmutzbasis. Ich spiele nur auf Win-Basis. Sind das die Steine? Das ist auf dem Weg da drüben, links. Guck mal bei mir. Hier sind sie doch, oder? Aber es sind keine Aliens da. Keine Aliens. Hier ist der Ort. Ein Wolf. Da ist Bigfoot bei den Zwillingssteinen. Wir hätten schneller da sein müssen. Wenn die Nacht hineinbricht, muss man hin. Aber die Antenne ist definitiv aktiviert. Bigfoot ist bei mir. Ich hab mit ihm, glaube ich, den Wolf gesmashed. Danke halt ihn vom deine Wolf Hilfe. Auf jeden Fall fern. Aua! Zieh dich, Bigfoot! Wir wollen hier Kontakt mit den Aliens aufnehmen. Es gibt keinen Alien-Kontakt, das ist alles ein Mythos. Nein, ist es nicht, wir haben die Antenne aktiviert. Boah. Komm, wir holen ihn uns. Holen wir uns die Sau. Ein Feigling. Hast du noch Heilung? Nee, aber ganz gut Flares. Also wir müssen hier noch eine Nacht durchhalten, um das UFO zu beschwören. Alter! Ihr kriegt mich nicht! Siehst du ihn? Nee. Boah, hier ist noch Money. Wir werden ihn so fertig machen. Oldfoot. Da ist er. Da kommt er. Achtung! Mit Trucks kennt er sich aus. Versteckt sich hinterm Baum. Hallo. Ah! Ja, sehr gut. Immer schön drauf. Ey! So, hier. Border Patrol. Border Patrol? Du Kanadier. Oh, ja. Aua! Mann, halt mein Pelz, es brennt, es wird irgendwie warm. Boah, guck mal hier. Gib ihm. Blende ihn. Er ist blind. Blindfoot. Er ist gar nicht blind, er läuft total gezielt in diese Richtung. Er läuft gegen Bäume. Hier zum Truck, da ist schön hell. Oh nein, hier ist ein Zaun. Die Map ist zu Ende, sie haben mich in die Ecke gedrängt. Ich kann nichts sehen. Ja, so ist gut. Egal, ich hab Jungle Jump. Er ist weg. Siehst du noch? Irgendwo vor uns jetzt. Da ist ein UFO! Was? Ein UFO! Aliens! Die nehmen ihn! Uff! Nehmt mich mit nach Hause! Hat sich mitgenommen? Nein, es ist einfach abgehauen! Ja toll, wir haben das UFO verpasst wegen dir, weil du. Es ist mein, ich weiß, ich will den Leuten hier ein cooles Easter Egg zeigen. Was wegen und mir? Ist wieder so. Nö, wie kann ich dafür, dass das jetzt zufällig. Schildern. Dass das hier zufällig auftaucht, kann ich doch nichts für. Bam! Der wirft schon wieder mit Sachen drum. So ein. Jetzt müssen wir das nochmal machen wegen dir. Wie wegen mir? Also, ja. Das heißt, wäre ich jetzt nicht dahin gegangen, dann wär diese Geschichte von wegen, ja, ne, im Wald ist ein Baum umgefallen, aber keiner hat's gehört, ist er dann umgefallen. Dann hätten wir die Schrödingers UFO-Theorie. Ja, weil ich gedacht hätte, wir könnten das in der nächsten Nacht, du kannst die pro Nacht einmal triggern, aber jetzt kommen die nie wieder, jetzt werde ich ihn nie sehen. Die letzte Aussage war, es muss vor der Nacht sein, deswegen ja, müssen wir. Ja, vor der Nacht musst du es machen und dann nachts hin. Nee, vor der Nacht soll, im Abendrot soll das UFO kommen. Nein, ich habe gesagt, vor der Nacht die Antenne. Wer nie zuhört, wollte UFO sehen. Alter, ein Bär. Ja, jetzt haben wir alle nicht das UFO gesehen. Danke. Ja.
Es ist zufällig vor mir erschienen, kann ich doch nichts für, ey, weißt du, so, als hätte ich jetzt gesagt, oh, das ist das Ufer, dann gehe ich jetzt ganz heimlich schnell hin und guck's mir ganz alleine an. Ja, so war das, ja. Ja, so war das. Wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich gar nichts gesagt. Hat er da das UFO gesehen? Und wir haben es nicht gesehen. Mitten traurig. Im Wald. Mitten im Wald war das UFO. Hui. Wir müssen Loot holen. Wir müssen Loot holen. Oh, ich glaube, wir sind hinter mir. Ja, komm zu mir. Ich bekomme gleich wieder irgendwas ins Genick geworfen. Doch irgendwo ein bisschen Medic. Jetzt der E-Tag, jetzt ist er seine Waffen eh geschwächt. Ja, anscheinend müssen wir Bigfoot in der nächsten Folge zur Strecke bringen. Fuchs essen. War eindeutig Bigfoot-Dominanz in dieser Episode. Nee, ach Quatsch, wir hatten ja nicht mal gelootet, wir haben uns ums Easter Egg gekümmert, das du dann halt genossen hast. Ich hätte euch auch einfach fressen können. Hättest du nicht, hättest niemals gepackt. Easy gefressen. Ich hab noch Heilung und alles. Ah, Quark. Ein alter Bigfoot-Haudegen wie mich hättest du nicht so easy aus den Socken gehauen. Ich habe noch nicht mal die harten Bandagen angezogen. Ach, die Mandagen hättest du höchstens gehabt. Mangagen musst du noch bezahlen. Heute beim nächsten Mal UFO. Hoffentlich kriegen wir es hin. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Wiedersehen.